Liebe Leute, zwei Polizisten sind noch übrig. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Wir müssen unsere Jungs, die Jungs da noch wegsneaken. Oder können wir eigentlich raus? Aber, naja, es wird alles andere als einfach werden, auf jeden Fall. Schauen wir mal. Tess ist leider tot. Wir leben noch und Ellie lebt noch. Erstmal gehe ich ein bisschen hin. Scheiße, da war ich ein Tick zu lang. Puh. Eigentlich wollte ich es ganz ohne Aufsehen erregen machen, aber wir haben es tatsächlich auch geschafft. Boah, Gott sei Dank. Na, ob das so eine gute Idee ist, da runter zu gehen? Ah, scheiße. So, gute Nacht. So. Super. Uns fällt schon was ein. Ja, okay, sie geht außen rum. Das ist erstmal gut. Das könnte klappen sogar. Scheiße. Dann mache ich das anders. Dann gehe ich den Weg ebenfalls außen rum. Ist vielleicht sogar der sichere Weg. Sind die jetzt herausgekommen? Geh mal weg. Ah, das war der Plan. Okay. Ich bin schon draußen. Wir sollten ja gucken, dass wir tunlichst wieder rauskommen. Nee. Komme ich da hoch? Nee, nicht, ne? Scheiße. Scheinbar müssen wir wieder hin. Oh, geht doch mal weg. Sie steht mir gerade ein bisschen im Weg.
Muss ich jetzt gerade mal. Sinn. Eigentlich war der Plan, das irgendwie durchzugehen, aber irgendwie will der. Ne, irgendwie will er das nicht. Na super. Da kommen wir nicht durch. Ich muss ja wieder hoch. Ellie? Mir geht's gut. Okay. So, dann müssen wir hier hoch wahrscheinlich. Das würde ich jetzt ja gerne mal ausprobieren, aber wie will er nicht, ne? Oh, ein Zettel. Eine Schmugglernotiz. So, wir vergrößern das ganze Ding mal. Okay, das ist jetzt. Habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Nerv zu lesen. Gut. Nein. Oh, ich muss die halt jetzt retten, oder was? Wahrscheinlich um die zur Leiter zu kommen. Oh, ne, Moment. Eine andere Idee. Zu Ellie. Dann zur Leiter. Jetzt gib mir mal die Leiter dafür.
Jo, danke. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn mir gleich was um uns gegengesprungen kommt. Ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemandem von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Na dann los. Nichts, ich hab nur sowas noch nie gesehen, deshalb. Etwa im Wald? Ja, im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Hm. Naja. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. So. Scheiße. Oh Mist. Klettern wir rauf? Nein, da oben ist ein Stachel da. Wir müssen irgendwie drum herum. Wow, da. Ja. Ja, das sehe ich. Sorry. Ich musste das einfach tun. Mist. Tja, hier drüben geht's auch nicht. Da oben rüber. Ich gehe da mal hoch und sehe mich um. Keine schlechte Idee. Na, Kaffeebesserung, sehr gut. So, ich weiß, ich habe eine Idee. Wie wär's damit? Ja, zum Beispiel. Vielleicht eine Idee.
Ja, ich habe eine Idee. Wir machen das anders. Ich setze mich jetzt da hin. Ich platziere mir die jetzt hier vor. Müsste eigentlich funktionieren dann, oder nicht? Gehe dann hoch, setze sie rüber und hoffe, dass ich noch den Übergang habe. So. Tada. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst. Und der Raub, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann gucken Sie mal nach. Ja, das müssen wir jetzt... Scheiße! Was ist das? Shit. Hier durch. Ich hatte gehofft, den einen auszuschalten zu können, den zweiten auch, aber der hat sich gut gewehrt, der Junge. Oh, Mann. Mal wieder so ein... mitnehmen. Alles okay? Ich versuche, pfeifen zu lernen. Du kannst nicht pfeifen. Klingt das wie pfeifen? Am besten noch lauter, damit sie Feinde wirklich mitbekommen. Von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Nein, nein, das kommt gar nicht in Frage. Nicht? Ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir sonst da rüberkommen? Na, probier was. Vorsicht. Okay. Okay. Tada. Gut gemacht. Danke. So. Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Hoffentlich. Tommy. Naja, wir müssen jetzt trotzdem mal Feierabend machen, weil die Folge ist langsam zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. So, da ist doch was.